So, ich glaube, das langt für heute, oder? Mehr muss ja wohl nicht sein. Man kann ja auch mal irgendwo nicht das extremste Webinar oder das beste oder das schönste, man kann auch das kürzeste machen. Wer schafft das am kürzesten oder im kürzesten Zeitraum? Moin, tschüss zusammen. Okay, starten wir. Wir werden uns jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde mal ein bisschen damit befassen, einen kleinen Rückblick auf die letzten Tage zu werfen, um uns dann ein paar markante Marken rauszupulen für heute Nachmittag. Die Amis schlafen nicht. Machen die eine Robinson-Woche nie. In der Robinson-Woche sind die immer wach, auf jeden Fall in der Nacht von Donnerstag zu Freitag. Jetzt rennen die das ganze Amiland und zählen die Arbeitslosen. Und nachher verraten sie uns, was sie alles gezählt haben. Und wir entscheiden dann nachher, ob der Euro teurer wird oder billiger wird. So, und damit wir das auch richtig machen, bevor mir einer ins Bein pingen, da könnt ihr auch ruhig meckern. Alle in diesem Seminar oder Webinar getroffenen Aussagen, die in ausschließlich Informationen teilnehmen, sind keine Empfehlungen oder Aufforderungen, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds und insbesondere Derivaten oder liegen mit Risiko, das eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können oder sogar Kapital darüber hinaus. Es besteht Nachschusspflicht, wenn das vorhandene Kapital nicht ausreicht. Über spezielle Risiken der jeweiligen Anlageform muss sich jede Webinar oder Seminar teilnehmen, selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste in Börsengeschäften sehen Teilnehmer auch Beispiele oder Aussagen, die Seminars, Webinars, Berufe für die vom Dozenten noch Verfolgungsprosystemen noch von deren Partnern oder Führungsgehilfen übernommen. Im Übrigen gelten die Lizenzbestimmungen von AGBs von Forex-Pro-Systeme. So. Was ist bitte die Robinson-Woche? Woche mit arbeitslosen Zahlen? Sigi, was mache ich jetzt mit dir? Soll ich das korrigieren, zurückschicken? Robinson-Woche heißt warten auf Freitag. Genau. Ist immer die Woche mit den Arbeitslosenzahlen. Fein erkannt. Ach, die Jungs beim VTRD konnten, hast du denen das gesagt? Petze. Geht gar nicht. Da reden wir beide noch mal drüber. So, bupp. Bevor wir uns da drauf stürzen, Damen, deutsche Industrieproduktion kommt in ein paar Minuten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wohler sehr beeinflusst ist, glaube ich, eher zu vernachlässigen. Die haben hier nur zwei Bullen hingemalt, weil sie mal getestet haben, ob sie die Bullen überhaupt noch malen können für heute Nachmittag. Das sind bloß Modelle, die die hier reingebastelt haben. Da scheppert es heute. Arbeitslosenquote, Gehaltsabrechnung. Um 14:30 Uhr wird es witzig. Mahlzeit, Georg. Okay, Sigi, ich schreibe es hier schon mal an die Flipchart. Das Bier. Wofür danke, Georg? Also.
Zahlen heute Nachmittag jetzt um 8 eventuell ein bisschen. Wir werden bis 8 uns ganz kurz darauf konzentrieren, ob es hier was zu holen gibt. Schade, dass er das Tief noch nicht angelaufen hat. Er hat bis 61 nach unten Luft, nach oben bis 77, 78. Daran erkennen wir, wenn wir einfach mal zurückgucken, also ein bisschen zurückgucken, ne? Nicht so weit. Wie heißt es immer schön, wer bei der Fahrt durchs Leben immer nur in den Rückspiegel schaut, braucht sich nicht zu wundern, wenn man ab und zu mal gegen die Wand fährt. So, das war unsere Spanne gestern. Zwischen den Zielbereichen 1,1362 und im Tief bei 0,3, 60 Punkte. Und wenn wir mal noch einen zurückgucken, gab es da überhaupt schon den Euro? Ach, die zeigt ja nicht mehr an. Das ist jetzt doof. Schade. Aber wir hatten die letzten Tage eine Vola, die war wesentlich höher. Das heißt, wir sehen, wie der Markt langsam einschläft, um sich auf die Non-Farm-Payrolls vorzubereiten. Das heißt, wir haben gleich nach 8, wenn die Zahlen durch sind, der erste Schub durch ist, die Möglichkeit, uns ein bisschen auf heute Nachmittag vorzubereiten. Wir werden das nur im Euro tun. Platsch, Punktlandung. Jetzt haben wir mal die Jungs, die im Seminar waren, die das schon mal gesehen haben, die mir fragen, was Rolando so am frühen Morgen handelt. Jetzt haben wir genau die Situation, dass wir jetzt diesen Zielbereich hier, dass wir die nochmal abwarten. Spike da hier durch, haben wir Luft nach unten bis zur 50, bis im 50er Bereich. Scheitert er jetzt hier wiederholt, kann man hier eine Long-Position eingehen. Bei 62 hier in diesem Bereich jetzt, um den Stop direkt hier unten auf die 60 zu legen mit 2 Punkten. Da geht was. Hast du eine persönliche Prognose? Ja, heute Abend wird es dunkel. Ich habe keine Prognose, weil der Markt in der Regel nicht zu kontrollieren ist. Es hat auch nichts damit zu tun, ob die Arbeitslosenzahlen jetzt gut oder schlecht ausfallen. Die können sehr gut ausfallen und trotzdem kann der Euro steigen. Aber wir haben zu viele Tage durch, wo ich der Meinung war, jetzt kommen die Arbeitslosenzahlen. Die Arbeitslosenzahlen waren sehr gut. Dann war ich der Meinung, okay, Arbeitslosenzahlen in Amerika sehr gut, also starker Dollar. Starker Dollar heißt gleich schwacher Euro, wenn wir das Pärchen gegeneinander crossen. In der Regel war es denn so, dann kamen die Zahlen und der Euro ist geschossen wie blöd. Und hinterher hat man dann im Börse vor 8 oder so ganz locker gehört, dass eben die amerikanische Wirtschaft gestärkt wurde durch die sehr guten Arbeitslosenzahlen. Es werden wesentlich weniger Arbeitslose erwartet und das hat den Euro beflügelt. 4 Wochen später ist alles anders. Gleiches Szenario, gute Zahlen, der Euro stürzt ab, dann wird es genau andersrum erzählt. Meiner Meinung nach kommt es immer darauf an, wo der Move jetzt hingeht. Wenn wir hier so einen Bereich haben, das werden wir uns nämlich nachher gleich angucken, wo so eine Bereiche sind. Wenn die erwischt werden, wird eine Welle ausgelöst. Da, wo sich die Order sammeln, da wird da die Welle ausgelöst und dann geht es genau in diese Richtung. Es wird bloß hinterher
in die Richtung argumentiert, wie man es gerne hätte. Also eine Prognose, nein. Ich weiß nicht, ob long oder short. Wenn ich das wüsste, würde ich das Sparbuch meiner Oma killen, Haus, Frau, Kind und Hof alles auf eine Karte setzen, würde in diese Richtung marschieren und dann würde ich euch Wochenende ein paar Bilder von den Bahamas schicken. Hallo Thorsten, habe gestern meine ersten 37 Pips am Stück gemacht. Zwar mit einer kleineren Position, aber egal, der Erfolg zählt und dass ich die Angst vor dem Markt verliere. Dank dir. Respekt, Carsten. Glückwunsch. Wurde ja auch mal Zeit. Muss aber fairerweise sagen, so eine Handelsempfehlung und so, wie wir das gestern gemacht haben, das wird nicht sehr oft passieren, weil es sehr grenzwertig ist und es sein kann, dass irgendjemand das als Handelsempfehlung wertet. Auch wenn man 10-mal vorher sagt, dass es keine Handelsempfehlung ist. Und dann könnte man das anders einwerten, als wir es möchten. Und dann kommen so eine komischen Leute und treten uns auf die Füße. Also, die Kante unten, wenn die hält, ist natürlich auch ein schöner Zeitpunkt für die Jungs, die ein bisschen mutiger unterwegs sind. An so einer Kante mit einem ganz kleinen Risiko, Long, Ziel da oben. Das ist, so eine Geschichten sind der Grund, warum ich meinen Hintern jeden Morgen um diese Zeit aus dem Bett bewege. Stopp direkt da drunter und da kann er auch liegen bleiben. Aber schön, Carsten, dass du das so packst. 37 Punkte sind ja auch eine Hausnummer. Das ist ja nicht so ganz ohne. Muss man ja auch mal sagen. So, 8 Uhr. Das war mir klar. Georg nutzt die Chance. Aber es sind genau die Chancen, die so eine Leute, die eben schon ein bisschen länger dabei sind, auch ein bisschen mutiger sind, auch so eine Kante einfach mal nutzen, um sich hier in den Markt zu stehlen. Wenn jetzt selbst bei den Zahlen nichts weiterkommt, dann können wir wohl die Vola heute volle Granate knicken. Wenn nicht mal mehr Zahlen helfen. Im DAX hat sich bei mir nichts geändert. Solange die 11 nicht zu sehen ist, und das sind noch 120 Punkte, solange die 11 nicht zu sehen war, werde ich nicht shorten. Aber bei der 11.000 umso mehr. Moin Thorsten, wie viele Ticks unter der letzten Kerze würdest du den Stop legen, da der Spread manchmal ganz schön auseinander geht? Der Spread hat hier gar nichts weiter zu sagen, nicht wenn wir eine Long-Position Short absichern, sondern ich würde Ihnen den Stop hier ein, zwei Punkte unter die Zielbereiche legen. Ich gebe den Jungs immer ein bisschen Luft. Den Zielbereichen gebe ich immer ein, zwei Punkte Luft, wenn ich mich danach richte.
Bleib locker, die 11.000 kommt bald. Ich gehe mal davon aus, Matthias, du bist long. Und willst wahrscheinlich im 11.000er Bereich glattstellen. So, wer es noch nicht gepackt hat, wieder der Zielbereich, auf den Punkt angelaufen. Stefan ist ebenfalls long. Auf geht's. Und den Stop, wenn er jetzt hier oben durchgeht, den Stop schön da unten drunter legen. Und ich würde sogar die Position heute drinnen lassen. Nur meinen Stop verziehen. Risiko von 3 Punkten. So eine Geschichte ist immer überschaubar. Und das sind so eine Geschichten, die man sich da mal rauspoolt. Stop lasse ich hier, ich gebe ihm vielleicht noch 1 Punkt Luft und dann werde ich versuchen, diese Position mitzunehmen in die News, weil das ist die übergeordnete Situation. Ups. Ja, ich weiß, das sieht wüst aus. Nehmen wir uns das übergeordnete Bild. Das ist die letzte Bewegung, die volle Granate durchgelaufen ist. Und wir gucken uns hier mal die Kerzen an, die Long-Kerzen sehr ausgeprägt, die Short-Kerzen sehr klein. Heißt, in der Phase oder in dem Bild, und wir sind hier im 4-Stunden-Chart, sind wir eher Long ausgeprägt. Und auch wenn die Kerzen wie eine Korrektur sehen, wir bewegen uns trotzdem in einem Aufwärtstrend. So. Und da waren sie wieder. In diesem Kanal. Und wir haben hier schön die Bewegung, wieder 2 Korrekturkerzen hier, schöne saubere Umkehrformation, den Stop da drunter ist eine richtig gute Idee. Ziel, die schreiben wir uns jetzt für heute Nachmittag mal auf. Ziele sind 1,1540 bis 1,1550. Da ich ja auch ein schwaches Hirn habe, schreibe ich das mal mit, damit ich das damit auch noch weiß. 1, 15, 40 bis 1, 15, 50. Ziel 1. Ziel 2. Das ist diese Kante hier unten, die auch durch unsere Zielbereiche hier oder unsere Ziele, die wir uns hier mal rausgepoolt haben, zu
Ab zur Arbeit. Hier haben wir die Kante. Und hier haben wir dann den Bereich 1,1580 bis 1,16. 1,1585. 1,1585 bis 1,16. Und wenn wir da sind, dann können wir einen Stopp nachziehen und können uns Gedanken machen. Eher nicht. Nach unten haben wir Luft. Das gucken wir uns gleich im Stundenchart mal an. Schön die Marken mitschreiben. Nicht so, dann haben wir wieder 25 Leute fragen, was hat heute Morgen gedacht? Danke. Die Nummer ist durch. Obwohl es durchaus sein kann, dass er die hier nach unten diese Linie nochmal bestätigt. Tja, Entschuldigung. Richtig, Johannes, fein beobachtet. Und hier haben wir wieder genau diese Clusterung. Genau in diesem Bereich, die 52 hatten wir vorhin schon. Rücklauf bis hier runter bis an die 91 wäre sogar ungefährlich für einen Aufwärtsdrang. Aber wir bewegen uns auch im risikobehafteten Bereich von der gesamten letzten Abwärtsbewegung, weil das ist der letzte Bereich, den man als Korrektur gelten lassen kann. Geht er hier durch und das eventuell sogar mit einem Stundenschlusskurs, dann dürften wir hier oben in den Bereich 1,2039 laufen. 1,20, 1,2040. Für die Jungs, die längerfristig denken. Und was haben wir im Bereich 1,20, 1,2040? Hätte ich jetzt gerne mal eine Antwort. Erkältung aufgesackt und das kurz vorm Seminar. Super. Ja, kommen jetzt ein paar Leute her, nehmen mir was ab, kann ich ein paar anstecken. Richtig, da haben wir noch ein Gap von einem Wochenende. Da haben wir noch das Gap von einem Wochenende, welches in der Regel auch geschlossen werden sollte. Da. Und zwar haben wir hier das Loch von 1,1978 bis 1,2020, grobe Richtung.
was sich mit dem Ziel ungefähr deckt, was aus dieser Bewegung sich errechnet. Also, um mal zurückzuspulen, bricht dieser Bereich und geht er oben nachhaltig hier über die 1,1540, sollte er das packen, da durchzuschießen. Mit Stundenschlusskurs. Das heißt, wenn dann am Nachmittag die Zahlen kommen, ich glaube nicht, dass er das vorher tut, aber ja, glauben, was darf man schon glauben? Sollte er das vorher tun? Okay, ansonsten sollte er nach den Zahlen, während den Zahlen da durchschießen und gleich nach den Zahlen um 15 Uhr einen Schlusskurs da oben machen. Besser ist sogar noch 16 Uhr da oberhalb. Dann ist das Ziel nach oben ziemlich sauber zu ermitteln. Das heißt, er muss da oben drüber schließen. Wer zwei Konten hat oder mehrere Konten handelt, um eben so eine Langfristposition mal durchzuziehen, kann sich genau darauf einschießen. Wenn das hier durchgeht, dann gehen wir hoch. Unterstrichen oder vorbereitend unterstrichen wird diese Geschichte schon mal dadurch. Diese Nummer, diese Abwärtsbewegung, die ist kaputt. Aber da sind alle Marken nach oben geknackt worden und das, demnach errechnet sich das Ziel hier oben bei 1,1670, 1,1680. Also, Uffbasta. Das wäre so meine favorisierte Richtung. Kriegt er wieder eine auf die Nuss und es scheppert hier, dann dürften wir den Bereich hier unten anlaufen. Georg ist short. Ups. Okay, Long-Position dürften raus sein. Mit 2-3 Punkten war das ja auch zu verkraften. Ich bin ebenfalls raus mit 3 Punkten. Um die 3. Georg, die Shortnummer unterstreiche ich noch nicht. Wir haben vorhin gesagt, bis 51 kann er laufen. Was sich hier mit diesem Zielbereich ungefähr deckt und im übergeordneten Chart ebenfalls. Daraus würde sich jetzt ein Kreuzwiderstand ergeben bei 1,1451. Da. Genau in diesem Bereich. Und da sind wir jetzt auch. Genau da dazwischen. Okay, beleuchten wir mal die Short-Seite. Wir haben ja gesagt, wir machen nur den Euro, wir machen nicht den DAX. Auf den DAX gehen wir vielleicht heute Nachmittag ein. Für die Short-Seite nehmen wir das Ding einfach mal raus. Und da müssen wir uns drauf konzentrieren. Wir sehen hier unten die 1,13, die hält wie die Hölle. Da. Heißt andersrum, er muss nach unten die 1,1380 knacken. Das ist noch sehr weit, das sind noch 60 Punkte. Da muss er durch. Beziehungsweise nach dem Bruch
Der 60, den du gerade kaputt gemacht hast, Georg, deine Idee war gar nicht so schlecht, vielleicht zu shorten. Dann kann er Minimum bis dahin laufen, bis zur 25. Die 30 Punkte kann man ja mitnehmen, wenn man die Eier in der Hose hat. Und Georg scheint sie zu haben. War in dem Fall also doch nicht die schlechteste Idee, sorry. Runter bis zur 25, 24. Dann haben wir hier die 1,14 glatt. Und hier bei der 1,13,90 haben wir die nächsten doppelten Widerstände, die jetzt auch dran sein dürften nach dem Bruch. Nach dem Bruch haben wir hier jetzt eine Abwärtstrenddefinition, auch im Stundenchart. Entscheidend wird der Schlusskurs um 9 sein. Idealerweise ist er unter der 1,44,50, Georg, dann würde ich meine Position an deiner Stelle eng absichern. Aber der Lauf jetzt bis hier runter ist durchaus denkbar. Und jetzt werden wir auch gleich einen kurzen Schub kriegen. Ich weiß, dass es für viele böhmische Dörfer, oder sind für viele, die hier jetzt sind, böhmische Dörfer, gerade für ein paar Leute, die hier relativ neu sind. Aber wir haben auch seit hier schon einen Short-Alarm, den ich aber außer Acht gelassen habe, weil wir uns genau hier vor dem Zielbereich befanden. Manchmal geht es nur noch ohne Zielbereiche. Zielbereich, Punktlandung bei der 54. Korrektur, Rücklauf bis zur 57,58. Wie gesagt, das ist mit Sicherheit für den einen oder anderen sind das böhmische Dörfer, aber da kann ich nichts dafür. Wie wir damit arbeiten, kann man ja bei uns lernen. 4, 5 Leute haben ja beschlossen, das zu lernen. Und auf die freue ich mich auch morgen früh. Okay. Marken nach unten, sorry, hatte ich jetzt vergessen. 1,14,25. Da, zack. Nächste Gelegenheit. Nächste Gelegenheit. Jetzt bin ich zu spät. Scheiße. Mein Chart hier auf den Schirm, dann kriegt er besser einen Blick. Da ist die nächste Gelegenheit mit dem Ziel hier unten und den Stop jetzt schon da oben drüber. Bei 54 rein, 56, 57 den Stop, 56 plus Spread oder 57 plus Spread und Ziel hier unten erstmal die 50. Und dann werden die Karten neu gemischt. Der nächste Termin ist Anfang März. Wir machen das in der Regel so, wenn wir 2, 3 Interessenten haben, die zum Seminar kommen möchten oder die sagen, okay, wir wollen da mit dir was machen, dann schickt mir bitte eine Mail, wenn Interesse besteht, mit einem Terminvorschlag, weil die ersten beiden, die buchen, mit denen stimmen wir den Termin ab, legen den dann fest und die anderen können sich dann dazu buchen. Ne, Andi? Da haben wir sie schon, die 50. Hattest du mir einen Terminvorschlag geschickt, Andi?
Klar darfst du als Wiederholungstäter ebenfalls kommen. Du bist aber nicht der Einzige, das hat mit deinem Alter nichts zu tun, von wegen im Alter dauert das alles etwas länger. Andere Sachen dauern im Alter etwas länger, habe ich gehört. Habe ich aber auch nur gehört. Ich weiß auch nicht, ob eine Viagra von innen blau ist. Es hat mit dem Alter nichts zu tun, sondern ich finde es gut sogar, wenn man zum Seminar gewesen ist, wenn dann Fragen auftauchen, dass man sich die aufschreibt. Und ich weiß, dass Jens sogar den Vorschlag gemacht hat, nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr sowas wieder aufzubauen. Die Idee ist auch gar nicht so schlecht. Wir empfehlen sogar, wenn der Bedarf besteht, dass wir so aus zwei, drei, vier Seminargruppen, die wir im Jahr zusammen haben, wenn sich da so eine Truppe von vier Leuten oder fünf oder sechs Leuten ergibt, dass sich eine Trainerwoche machen, dann sucht man sich eine Location, wo es Spaß macht. Im Sommer vielleicht sogar mit Wandern oder Rolando seine Idee mal aufgreifen, dass wir im Wintermonaten, im Dezember beziehungsweise im Januar, Anfang Januar mal mit fünf, sechs, sieben, acht Leuten irgendwo in die Sonne fliegen, uns eine Bungalow-Anlage in Thailand nehmen. Und dort mal eine Woche zusammen handeln oder so, wie wir es, weiß nicht, ob Bernfried hier ist, aber so wie wir es mit Bernfried und Konsorten schon gemacht haben vor 2 Jahren, dass wir Skilaufen sind. Mein Gedächtnis funktioniert noch einigermaßen, Jens. So, wer den Einstieg nicht gepackt hat, kann sich hier den nächsten suchen in diesem Bereich. Zielbereich angelaufen, Rücklauf. Nun mal, Jens und Mike und Siggi, also wir sind ja dafür für alles offen. Vielleicht hat auch jemand eine Idee, was man macht. Vielleicht hat jemand eine Idee, die er uns einmal mal schreibt und sagt, so, pass auf, wir haben eine Trainerwoche in Leipzig gemacht, wir haben eine Trainerwoche mit Skilaufen gemacht in Faschina da Mühls, ein super Skigebiet, und wir haben schon seit 2 Trainerwochen in Dresden gemacht, die allerdings auch sehr kulturell angehaucht waren. Aber vielleicht hat der eine oder andere eine Idee, dann würden wir uns da dran stürzen und sowas organisieren. Richtig, 5-Minuten-Kerze sagt, okay. Rücklauf möglich wieder bis an die 60, bis ans alte Ausbruchslevel. Reinhold, Glückwunsch. Sigi, in welcher Gruppe machst du denn sowas, so eine Trainerwoche beim VTRD? Lernt man da treten? Bestimmt beim VTRD. Lernt man da treten? Ich dachte, da lernt man nur, wie man seinen Vornamen tanzt, was ja bei Siegfried auch schwierig ist. Wie macht ihr das da eigentlich? Für Long müsst ihr singen und für Short klatschen? Eins, 14, 25, wir waren bei den Marken hängen geblieben. Candles und Markttechnik kann man schon lernen. Ja, das kann man aber am besten lernen, wenn man sich um den Chart kümmert. So, da waren wir hängen geblieben. Da haben wir die Zwischenziele. 1, 14, 25 und 1,
14. Dieser Bereich 1,14 bis 1,1380, der hat es in sich, dieser Bereich hier. Wenn die 1,1380 nachhaltig bricht, dann haben wir übergeordnet darunter als Ziel die 1,1180. Also wer die Position schafft, da durchzuschleifen und die unter 1,1380 schleppt, der kann die auch mal drinnen lassen und kann das Ding fallen lassen bis zur 1,1180, was ja auch durchaus im machbaren Bereich heutzutage ist. Aber früher haben wir gesagt, das geht gar nicht. Um auf die Frage mal einzugehen, die ja mehrfach an uns herangetragen wird, ob es, wenn jemand einen Freund mitbringt oder uns einen Bekannten schickt, der dann irgendwas mit uns machen will oder so, ob es dafür Provisionen gibt. Also, ich habe dazu eine grundsätzliche Einstellung. Sicher zeigen wir uns für jede Empfehlung erkenntlich. Das ist nun mal im Markt so üblich. In welcher Form, da gibt es keine Festlegung. Das ist das eine. Sicher freuen wir uns, wenn jemand sagt, Mensch, die Jungs sind in Ordnung, mit denen kannst du arbeiten. Das ist ja auch nicht von Nachteil, aber wir sind der Meinung, dass das eher für unsere oder für die Qualität spricht. Wir zeigen uns dafür kenntlich, selbstverständlich. Wenn jemand das hauptberuflich professionell machen will, bitte jetzt nicht falsch verstehen, wenn du sagst, das ist ein Professioneller. Wenn das einer professionell machen will, dann müsste er schon seine Unterlagen komplett einreichen, weil wir müssen darauf achten, wir achten nachher darauf, dass Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, auch sauber sind. Das heißt, dann gibt es ganz normal Verträge mit allem drum und dran, so wie sie das in der normalen Geschäftswelt auch gehört. Aber eine kleine Aufmerksamkeit haben wir nie was dagegen, weil diese Frage jetzt schon wieder regelmäßig an uns gestellt wird. Ich habe hier jemanden und ich kenne jemanden und ich mache dies und ich mache jenes. Sicher soll so eine Empfehlung nicht umsonst sein. Gibt eine Kaffeemaschine oder so. Eine Eintrittskarte für eine Butterfahrt. Wer Provision für eine Weiterempfehlung braucht, hat wahrscheinlich nur ein 500-Euro-Konto. Ja, da hast du recht. Dafür machen wir den Job ja auch nicht. Wir machen das ja hier nicht, hast du vollkommen recht, Matthias? Das hier ist ja nicht dafür gedacht, um Werbung zu machen und zu sagen, guck mal, wie toll der ganze Laden ist, sondern wir machen das ja hier, um den Leuten weiterzuhelfen, die eben nicht so fit im Markt unterwegs sind. Und um ein paar Sachen eben zusammen rauszupulen, ein paar Sachen zusammen zu lernen. Diese Mitnahmementalität geht einem in Deutschland echt auf den Geist. Ja, manchmal ist das so. Ja, wie gesagt, wir handhaben das ja auch anders. Wir haben ein paar Sachen, die man weitergeben kann, wo man auch sagen kann, Mensch, Dankeschön. Und wir haben zum Glück die Möglichkeit, dass mein Freund Michael uns mal dann
ein gutes Angebot macht, dass wir ein paar Bücher kriegen oder ein paar Bücher günstiger von ihm bekommen können, die wir dann gerne weitergeben, damit man auch was daraus lernt. Aber das war's denn auch. Okay, die Marken nach oben, nach unten haben wir. Rücklauf im 5-Minuten-Chart. Jetzt sind wir so weit abgeschweift hier. Rücklauf im 5-Minuten-Chart. Durchaus, da haben wir es bis an die 60 möglich, bis dahin. Ups, das darf er auch, weil wenn wir uns den ganzen Spaß hier jetzt nochmal anschauen, bis dahin darf er auch locker bis in diesen Bereich zurücklaufen. Lassen wir ihn. Er kann ganz entspannt bis dahin zurückrennen, um den Ausbruch hier zu bestätigen, um dann den nächsten Schub zu holen. Die Marken nach oben, nach unten, mittel- oder langfristigen, die halten wir fest. Die Jungs, die short waren oder sind, hätten müssen hier oben drüber raus. Warum? Kurze Antwort noch und dann verkrümel ich mich. Muss noch mein Büro umbauen hier. Warum muss man genau hier oben bei der 56,8 raus? Wenn man das als letztes hoch nimmt, eventuell muss ich aber nicht. Ich kann auch diese Bewegung hier komplett als eine nehmen. Aber wir haben hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wir haben, wenn der Schlusskurs hier über dieses Hoch geht, haben wir ein neues Hoch und damit haben wir eine Aufwärtstrenddefinition. Der Abwärtstrend muss noch nicht kaputt sein. Das kommt darauf an, wie feinfühlig man ihn sieht, aber wir haben auf jeden Fall eine Aufwärtstrenddefinition. Wenn wir eine Aufwärtstrenddefinition haben, haben wir im Abwärts eine Short-Position nichts zu suchen. Okay? Merken, aufschreiben oder auf YouTube angucken, weil dort werde ich das Webinar jetzt gleich hochladen, damit das auch für heute Nachmittag da ist. Wir sehen uns heute Nachmittag wieder um 14.15 Uhr und werden gucken, ob wir uns bei den News ein bisschen was aus dem Markt poolen können. Okay? Der US-Dollar Yen explodiert gerade, das heißt, wir dürften hier gleich einen nächsten Schub in die andere Richtung kriegen. Warum auch immer der Dollar so stark wird. Aber vielleicht irgendwelche Nachrichten verpasst. Aber im Gegenteil, haben die Asiaten irgendwas gemacht? Der DAX geht nach oben, Pfund geht nach oben, Euro geht nach oben, aber der Dollar geht auch nach oben. Okay, analysieren wir, gucken wir uns heute Nachmittag nochmal an. In diesem Sinne, wir sehen uns heute Nachmittag 14.15 Uhr wieder. Wer als Gast dabei sein möchte, bitte anmelden. Ich würde die Jungs dann für heute Nachmittag freischalten. Allerdings dann morgen auch die Anmeldung wieder stornieren. Okay, in diesem Sinne, bis heute Nachmittag. Tschüss, tschüss und moin, moin. Bringt einen Kaffee mit heute Nachmittag.